Hey, ich bin's, Blippi. Ich saß gerade in diesem Pappkarton. Seht mal her. Wie ein Vogel. Ich habe hier so viele Pappkartons, aber was sollen wir nur damit machen? Ich habe eine Idee. Nehmen wir doch ein paar von den Kartons und bauen etwas daraus. Das wird so lustig. Oh, hey, wie geht's euch? Ich baue gerade ein Raumschiff aus diesen Pappkartons. Ich benutze die Schere ganz vorsichtig, um ein riesengroßes Fenster auszuschneiden. Wow, seht euch das an. Wow. Später kann ich mich da reinsetzen. Und dann können wir das Weltall erforschen. Ich bin so aufgeregt. Okay, weiter geht's. Also, jetzt, wo ich mein Fenster habe, kann ich den Pappkarton, nun, früher war es ein Karton, jetzt ein Raumschiff, aufstellen. Und seht ihr das? Das ist ein Viereck. Ja, aber eigentlich brauchen wir dafür ein Dreieck. Also, nehmen wir die Schere, ja, und mit der Aufsicht einer erwachsenen Person könnt ihr schneiden. Schön vorsichtig. Okay, eine Seite ist fertig. Jetzt machen wir die andere Seite. Los geht's. Seht euch das an. Das war mal ein Viereck. Aber jetzt ist es ein Dreieck. Okay, jetzt das Klebeband. Und damit kleben wir die Spitze des Raumschiffes. Okay, es geht los. Das Klebeband. Ich ziehe ein großes Stück ab. Wow. Okay, nur ein kleiner Schnitt. Und okay. Los geht's. Wow. Ich kleb's mal dahin. Ich liebe es, Dinge aus Pappkartons zu bauen. Man kann daraus so vieles machen und heute machen wir ein Raumschiff. Aber einmal habe ich einen Monster Truck gebaut. Ein anderes Mal einen Delfin. Und ich nannte den Delfin... wie war noch gleich der Name? Ich glaube, es war Dolphy. manchmal klebt das Klebeband, aber das ist okay, wir schaffen das. Okay, so ist's gut. Ein kleiner Schnitt, ha! Und dann kleben wir die andere Seite, ha! Wow! Und los geht's! Ich bin so aufgeregt wegen unserer Reise ins Weltall. Habt ihr in der Nacht schon mal die Sterne gesehen? Ja, so hell! Und der Mond? Ich liebe den Mond. Habt ihr schon bemerkt, dass manchmal der Mond ein Vollmond ist? Ja, manchmal ist er ein Halbmond und manchmal ein Neumond. Ja, okay. Jetzt drehen wir das einmal um und jetzt ist es Zeit, unser Raumschiff zu gestalten. Ich bin so aufgeregt. Das ist einer meiner Lieblingsparts. So, der erste Schritt der Gestaltung ist, einen Plan zu machen. Legen wir dieses weiße Blatt Papier hier drüben hin und zeichnen das Raumschiff auf. Als allererstes müsst ihr einen Plan machen. Plant, wie das Raumschiff aussehen soll. Zeichnen wir das Raumschiff. Also, hier haben wir ein Trapez. Und dann haben wir ein großes Rechteck für den Körper des Raumschiffs. Und hier haben wir ein Dreieck für unsere Spitze. Wie immer möchte ich es ganz bunt haben. Als erstes nehmen wir etwas Orange. Perfekt, ich liebe Orange. Und dann noch etwas Blau. So, malen wir alles aus. Ich habe einen Plan. Später benutze ich farbiges Papier dafür.
Ich werde diesen schwarzen Filzstift benutzen, um zu zeigen, dass hier Papier hinkommt. Das machen wir später. Na gut. Oh, wow, hier sind eine Menge Sterne. Also, lasst uns, ihr wisst schon, ein paar Sterne hier hinmalen. Ja, ich liebe Sterne. Denn, wisst ihr, manchmal in der Nacht sieht man sie, wenn man hoch in den Himmel sieht und sie glitzern. Ja, etwa so. Funkel, funkel, kleiner Stern, ach, wie bist du mir so fern. Ah, ihr kennt das Lied. Ich mag das Lied auch. Oh, und gelb. Ja, das ist eine schöne Farbe. Wow, unser Raumschiff sieht so gut aus. Okay, ich glaube, ich habe eine richtig gute Idee. Nehmen wir die Farbe Rot. Damit wird es schön bunt und schreiben meinen Namen. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Bereit? B L I P P I Blippi. Perfekt. Okay, das ist der Plan. Huh, es sieht aus, als könnte dieses Dreieck, die Spitze des Raumschiffs, ja, noch etwas Farbe gebrauchen. Malen wir es doch. Ja, blau an. Ich mag blau. Und wir haben hier eine Menge blaue Farbe. Wir können also einfach blaue Farbe für diesen Teil verwenden. Wow, perfekt. Wow, ich glaube, wenn wir dieses Raumschiff wirklich bauen, wird es richtig gut. Also, legen wir los. Okay, wie gesagt, zuerst müssen wir diese blauen und orangen Blätter nehmen und an die Seite kleben. Und zwar so. Wir nehmen den Klebestift. Ja, yep. Mit ganz viel Kleber auf die Rückseiten. Genau so. Okay, es sind zwei Blätter. Okay, hier ist eins. Und hier ist das zweite Blatt. Okay, das sind eins, zwei Blätter Papier. Und wir müssen noch zwei machen. Ja, das macht dann eins, zwei, drei, vier Blätter Papier. Ich trage hier drüben den Kleber auf. Also, jetzt haben wir vier Blätter. Eins, zwei, drei, vier. Ich klebe den Rest auf und dann sehen wir, wie viele wir insgesamt haben, wenn alle drauf sind, okay? Wow, seht, es fällt auseinander. Nun, manchmal, wenn Dinge kaputt gehen, muss man sie reparieren. Okay, so wird's gehen. Und wenn sie repariert ist, können wir alle Blätter zählen. Gut? So, nehmen wir unser Klebeband. Okay, jetzt ist der Raketenantrieb schon fertig. Yep, weiter geht's. Okay, jetzt können wir alle bunten Blätter zählen. Ja, die blauen und die orangen Blätter. Das sind meine beiden Lieblingsfarben. Okay, das sind eins, zwei und drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh, acht Blätter Papier. Gut gemacht. Okay, was war sonst noch auf unserem Blatt Papier hier drüben mit den ersten Plänen für unser Raumschiff, das in den Weltraum fliegen soll? Wir hatten Sterne. Erinnert ihr euch? Wir hatten noch gelbe Sterne. Und noch ein gelber Stern. Noch ein gelber Stern. Wow. Sie sind so hell. Und sie funkeln. Genau wie die echten. Gut, kleben wir noch ein paar blaue Sterne auf. Fällt euch denn etwas ein, dass die Farbe blau hat?
Mein Hemd! Oder was ist mit dem riesigen, weiten, blauen Ozean? Ja, hier ist noch ein blauer Stern. So ist's gut. Und wie wär's mit einem lila Stern? Ja, ich mag die Farbe lila. Genau da. Und ganz zum Schluss noch ein lila Stern. Genau hier. Perfekt. Das ist wirklich so cool. Okay, ihr erinnert euch sicher, dass wir meinen Namen schreiben müssen, weil das auf dem Plan steht. Aber bevor wir das machen, ist noch die Spitze des Raumschiffes dran. Wisst ihr denn noch, welche Farbe sie haben sollte? Ja, die Farbe Blau. Okay, nehmen wir etwas blaue Farbe. Und meine Farbpalette. Ich bin ein Künstler. Jetzt nehmen wir den Farbpinsel. Ich liebe Malen. Okay, drücken wir etwas blaue Farbe hier rauf. Oh! Wow! 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 Das macht so viel Spaß. Okay, noch etwas abklopfen. Malen wir ein bisschen. Noch mehr? Wow! Das ist so ein blaues Blau. Wow! 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 Und noch mehr! Habt ihr denn schon mal mit Farben gemalt? Das macht echt Spaß. Ihr könnt einen Pinsel nehmen oder ihr könnt sogar mit euren Fingern etwas malen. Das machen wir heute nicht, aber die Art zu malen nennt man Fingermalen. Weiter geht's. Wie sieht das aus? Gefällt es euch? Ja, mir auch. Okay, packen wir das weg. Wir müssen alles sauber und ordentlich halten. So ist's gut. Und erinnert ihr euch, was wir als letztes noch tun müssen? Wir müssen einen Namen schreiben. Oh ja, meinen Namen, Blippi. Buchstabieren wir ihn zusammen? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Wisst ihr noch, welche Farbe? Ja, die Farbe Rot. Okay, gut. Nehmen wir einen neuen Pinsel dafür. Es ist wichtig, die Farben nicht zu vermischen, das Rot und das Blau. Denn dann wäre es gar nicht mehr rot und auch nicht mehr blau. Wisst ihr, welche Farbe entsteht, wenn ihr Blau mit Rot mischt? Ja, lila! Aber wir lassen sie getrennt. So, drehen wir den Deckel ab. Oh, hier ist so viel Farbe drin. Und ich benutze gerne viel Farbe. Wow! Jetzt geht's los! Whee! Wow! Etwas mehr! Okay, das reicht. Okay, Moment. Bevor wir es bemalen, sollten wir es seitwärts hinlegen. Denn wir müssen meinen Namen schreiben. Der ist seitwärts. Ja, so geht's. Ganz einfach. So schreiben wir seitwärts. Okay, nehmen wir unseren Pinsel und dann schreiben wir den Buchstaben B. Genau hier. Okay, nach dem Buchstaben B kommt als nächstes der Buchstabe L. Ja, genau so. Der dritte Buchstabe ist ein I. Bereit? Okay, weiter geht's. B-L-I. Ihr kennt den nächsten Buchstaben. Ein P, ja. B-L-I-P. Okay. B-L-I-P-P. Ja, und weiter geht's. Okay, ein letzter Buchstabe. B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht.
Das war's. Wir sind fertig mit dem Raumschiff und jetzt müssen wir einsteigen. Oh nein! Seht ihr, was ich getan habe? Wir sind so dusselig! Seht euch das an! Das Fenster ist da unten! Ja! Das heißt, wir müssen es so herumdrehen. Seht ihr? Und jetzt steht mein Name auf dem Kopf. Aber das macht nichts. Wir fliegen doch in das Weltall in diesem neuen Raumschiff aus Karton. Ich bin so aufgeregt mit meinem Namen auf dem Kopf. So albern. Seid ihr bereit? Ich bin's, ganz sicher. Es geht los. Wow! 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 Wuhu! Hey! Ich liebe das Weltall! Ihr wart eine große Hilfe beim Raumschiff bauen. Jetzt, wo wir im Weltall sind, sollten wir unser Sonnensystem erforschen und alles darüber lernen. Okay, los geht's! Wow! 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 Seht euch das an! Das ist unsere Sonne! Und ihr Name ist... Sonne! Wie einfallsreich! Unsere Sonne spendet das Licht in unserem Sonnensystem. Das Licht braucht 8 Minuten, bis es von der Sonne zu unserem Planeten Erde gelangt. Und die Sonne ist so riesig, dass 1,3 Millionen Erden in sie hineinpassen würden. Wow, das sind viele Erden. Es geht los! Wow! Wow! Im Weltall zu sein macht echt Spaß! Oh, seht euch den Planeten an! Der Planet heißt Merkur! Wow, der Planet ist ziemlich felsig! Und es gibt sehr viele Krater darauf! Und da er der nächstliegende Planet an der Sonne ist, ist eine Umdrehung um die Sonne tatsächlich super schnell! Das sind nur etwa 88 Tage auf der Erde! Merkur ist der Wahnsinn! Wuhu! Wuhu! Yeah! Wuhu! Jetzt sind wir bei einem anderen Planeten. Seht euch den mal an. Der Planet ist der Planet Venus. Und der ist so heiß. Er ist der heißeste Planet. Wuhu! Es wird ziemlich heiß hier drin. Auf dem Planeten gibt es ganz viele Vulkane auf der Oberfläche. Und er ist auch ziemlich hell. Wenn ihr in den Himmel seht, also von unserem Planeten Erde, könnt ihr ihn tatsächlich sehen, ohne ein Teleskop. Wow. Weiter geht's. Wow. Das war der Wahnsinn. Wow. Seid ihr das etwa da unten? Ich glaube, ich sehe euch. Hey, das ist der Planet Erde. Da leben ihr und ich. Wow, was für ein schöner Planet. Da gibt es Wasser, ganz viel. Und eine Menge Bäume und Berge. Wow, und unser Planet Erde? Ja, wir haben einen Mond. Fliegen wir dahin? Wow, wow, hey Mond. Vielen Dank, dass du uns in der Nacht Licht spendest. Noch ein Planet. Yeah. Der Planet ist der Planet Mars. Er hat gleich 2 Monde. Wow, was für ein Glücksplanet. Nun, wir haben tatsächlich Roboter und Rover raufgeschickt. Das ist abgefahren. Wir Menschen sind aber noch nicht selbst auf dem Mars gelandet. Aber vielleicht irgendwann bald. Vielleicht seid ihr ja die Astronauten. Yeah, weiter geht's. Wuhu! Wow! Der Asteroidengürtel war so krass. Wow, seht euch das an. Das ist der Planet Jupiter. Er ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Und seht ihr den Punkt, den großen roten? Das ist ein Sturm. Wow, das ist ein großer Sturm. Und Jupiter hat sehr viele Monde. 79. Das ist verrückt.
Wow! Wow! Bis später, Jupiter! Hallo, Saturn! Seht's euch an! Das ist der Planet Saturn! Wow, was ist das? Das sind die Ringe des Saturns! Wow, es gibt so viel Staub, Eis und Steine, die zusammen diese großen Ringe bilden. Wow, was für ein cooler Planet. Alles klar, Saturn, wir sehen uns. Bis bald. Oh, seht mal, noch ein Planet. Das ist Uranus. Ja, was für ein cooler Planet. Wow, der sieht irgendwie blau aus, hä? Ja, das liegt daran, dass es da so viel Eis gibt. Er ist bekannt als der große Eisplanet. Wow, er hat 13 Ringe und 27 Monde. Okay, bis später, Uranus. Tschüss. Yeah, das macht so viel Spaß. Wow, seht euch mal den Planeten an. Dieser Planet ist der Planet Neptun. Es ist so dunkel, kalt und windig auf dem Planeten. Oh, lasst uns hier verschwinden. Wow! Wow! Wuhu! Der letzte Planet unseres Sonnensystems. Seht ihn euch an, er ist echt klein. Das ist Pluto. Weil er so klein ist, nennt man ihn Zwergplanet. Wow, es ist ziemlich kalt. Ich liebe Pluto. Aber es ist wirklich sehr kalt hier draußen. Drehen wir um und zählen alle unsere Planeten. Sollen wir? Yeah! Wow! Hallo, ich stehe auf dem Kopf. Aber seht euch nur meinen Namen an. Wow! Es hat so viel Spaß gemacht, mit euch gemeinsam etwas über alle Planeten in unserem Sonnensystem zu lernen. Hey, ich finde, wir sollten sie zusammen zählen. Okay, die Sonne ist kein Planet, also zählen wir die Planeten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, Moment mal. 8, 9? Ach, wer weiß. Manche Menschen sagen, Pluto ist kein Planet, aber ich weiß es nicht. Das weiß nur der Himmel oder das Weltall. So albern. 8 oder 9, belassen wir es dabei. Okay, jetzt die Namen von den Planeten. Bereit? Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Wow! Gut gemacht. Okay, nun, ich sollte mich so langsam mal auf den Weg machen. Vielleicht werden wir eines Tages ein anderes Sonnensystem erkunden, wer weiß. Okay, wir sehen uns wieder. Bye, bye. Wow.